Seitdem sind wir nie mehr gefahren eigentlich, gell? Das ist. War immer. Wurscht, aber vorher bin ich mal lang gefahren und ich fahre immer auf der Exelbergstraße und auf einmal fuhr mir ein 851er Ducati. Das war damals das Maß der Dinge. Also rot wie ein Ferrari und sauteuer. Also wenn du das herzeigen willst, also ich, der bloß ist finanziell, fahrerisch nicht, aber finanziell der bloß ist, hast du gehabt ein 851er Ducati. Und so einer fährt von mir mit dem Kampfbandel. Also das heißt Lederkombi, Helm, schwarzes Visier, damit du die Angst in die Augen nicht siehst von der Ecke, nicht? Ganz klar. Und oben auf die Knie die Backing, also die, diese Schleifbackling, was du ausschaut, so wie ein Meniskus aufgeschwollener, sowas. Ja. Ja. Und viele haben, ich weiß nicht, habt ihr schon gesehen, was so diese Lederkombis, wo da diese Backing um sind? Ja. Das ist dazu da, wenn du vorerst auf einer Rennstrecke und so, siehst du oft im Fernsehen, wenn sie Rennen fahren, die fahren ja am Knie um die Kurven. Nicht? Das schleift dann und schert und das schaut ziemlich geil und arg aus. Nur viele haben das an und wissen gar nicht, für was das ist. Ja. Die glauben, das ist, wenn sie Ketten schmieren, wenn sie sich hegnen oder was vielleicht, dass die Kombi nicht hier wird. Die nächste Stufe von Typen sind dann schon die, die wissen, für was es ist. Der weiß genau, das gehört zum Schleifen, aber er bringt es nicht zusammen. Der hängt sich oben, wochenlang hängt und hängt, übt daheim am Sofa oben hängen und alles, und es wird nichts. Hm? Aber ist auch kein Problem, weil dann geht er in die Werkstatt oben, nimmt einen Flex und schleift es an und schaut dann auch wild aus. Ne? Und so ein halb angeschliffener fährt er von mir, ich mit der Blunzentur hinten nach und runter Richtung Katelsdorf. Und dann haben wir gedacht, naja, dritte Ecken fuhr, Ortseinfahrt Katelsdorf, nehme ich am Außen, weil das tut schön weh, wenn man außen überholt wird. Und schwuppdiwupp ist gegangen, ich bin an dem vorbei, den hat es beil mit seiner 851er, dann kommt die nächste, eine rechte Kurve und dann eine lange gerade runter bis Katelsdorf. Schuss, Ortsschild, Katelsdorf, Gefecht eigentlich schon vorbei. Ich drehe noch kurz aus, die Suzuki drehe an, sehe ich von mir die nächste Ecken, ist eine linke, eine scharfe, fast ein Abbieger, kann man sagen. Aber dahinter ein bisschen Wiese und dann eine schöne Hecken. Also, da kann nichts sein. Aaron. Ja. Wenn was war, kann trotzdem nichts sein. Ne? Na gut, ich sehe das alles planmäßig abgespeichert und bremse. Also, ich bremse, die Suzuki nicht. Weil mit dem Schwanzplumpf und dank mit viel Sprit, den kein Mensch braucht, wenn du am Exelberg fährst, mit der kleinen Bremsscheibe, das überhitzt irgendwann das Bremsscheibel, dann hast du in der Bremsleitung so eine kleine so eine Dampfblasen. Das ist so eine kleine Blasen und die macht es oft aus. Ja, dass auf einmal greifst ins Leere. Na, und da kriegst du schon mit den großen Augen und den Helm. Hast aber nicht viel Zeit zum Überlegen. Ist nicht so, dass du jetzt da irgendwie strategisch vorgehen kannst und sagen, okay, gut, Bremse vorne geht nicht, okay, akzeptiert, was machen wir, Gegenmaßnahmen, da muss blitzartig reagieren und ich mir gedacht, okay, die Hecken gehört mir, ja, aber bitte nicht gerade da quer schon rutschen und steig halt hinten, boom, in Hand eine, planmäßig Motor rutscht, ich bin schon fast am, lass mal's aus, die Gurken, nicht, gehört eh nicht mir, ist eher Testmotorall, nicht, und will schon rutschen lassen und hab aber in der Hektik was übersehen, was Wichtiges. Nämlich der Hams, das ist auch so eine vertrottelte Geschichte, die kein Mensch braucht. Vor jeder Kurve bei uns in dem Trottelland, solche Blechtofen, das ist sogar von der STVO, hat das sicher einen Namen, wie das heißt, ich weiß nicht, eine Blechtofe, rot-weiß, 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 so strichliert so. Ich weiß nicht für was, damit ich weiß, dass ich in Österreich fahre, da wo ich daheim bin, ich weiß nicht für was. Ja. Und im Rutscher sehe ich schon die Tafel und denke mir, ui, das wird knapp. Und schlag mitten hinterall an die depperte Tafel an und es geht BUM! Und es wird kein Rutscher, es wird ein High Cider. Ja. Der High Cider ist ja da Getränk mit wenig Alkohol. Das ist ein Abflug einmal in die Höhe, da ist man da einfach GUM und du bist BUM! In der Luft, dann einmal aufgeschlagen am Asphalt. Und dann ich über die Hecken, die Suzuki durch die Hecken. Ja. Hinter der Hecken war ein Jausen. Den habe ich gestört. Gebe ich zu. Ja. Auf Fähre waren sie geflogen und so. Und ich habe sofort das erste, was sie runterreißt vom Motor, also mal aufspringen, aufspringen und sagen, alles in Ordnung, nichts passiert. Alles okay, passt. Alles in Ordnung. Wer bin ich? Was mache ich da? Was machen Sie in meinem Garten? Muss ich mal ein bisschen sammeln. Wenn ich jetzt im Nachhinein muss ich sagen, bin ich ja froh, dass so war. Ich habe eine so eine Masen gehabt, dass ich über die Hecken drüber bin. Stell dir vor, das war nicht so gewesen. Wisst ihr, was das... Könnt ihr euch das vorstellen? Ich war auf alle Viere
umgräb. Gerade in dem Moment, wo der mit der 851er vorbeifährt. Ja. So war ich aber weg. Ja. Und er hat sich gedacht, bist du deppert, wo ist der? Das gibt's ja nicht. Ja. Also war es eh gut. Da haben wir ein bisschen gesammelt gehabt und so, aber haben wir geschaut, was so die Trimmer da, was da umliegt von der Suzuki. Und da haben die gemeint, ob ich einen Kaffee will. Ich habe gesagt, nein, danke. Und knie hat ein bisschen weh da. Und dann habe ich schon gemerkt, dass da mein Handschuh irgendwas hat, aber habe nicht hingeschaut. Weißt du, das ist so, das ist, ist eh nichts. Sie haben da was, sag ich, was habe ich? Und habe schon gesehen, ui, beim Handschuh oben, beim Daumen hat das Spitzel gefällt vom Handschuh und viel Blut. Ne? Ungute Situation. Wirklich, da stehst du und denkst, ja, aber du ziehst dann nicht gleich aus in den Handschuh, nicht? Weil du willst einfach nicht wissen, was da drunter ist. Und beim schlimmsten Fall kann nichts mehr drunter sein. Extrem dämmert. Und dann haben wir irgendwie, hab ich gesagt, okay, wurscht, muss ich mal ausziehen und sapp, hab ich mal ausgezogen und wirklich ein Klick, war nicht arg, nichts gebrochen, ja, nichts angeschifft, gar nichts, nur in Nagel haben wir gerissen gehabt. Komplett. Nein, nicht weh, das klingt jetzt arg. Das klingt jetzt arg, das, erzählen, das kriegst du nicht mit. Nein, du kriegst es nicht mit. Nein, du bist vollkommen, das ist im Sturz, das ist da Sicherheits, da E-Feed fällt da und da kriegst du es nicht mit. Das ist, nicht, was anderes ist, wenn ich jetzt einen Kombizangel einstecken hätte, geh her und sag, gib her und zang, reißt dann, dumm, da hätte es wahrscheinlich. Aber unten vorne ist es wurscht im Prinzip. Nicht?